Meine Güte, zwei Bonbons in eine Tüte, sagten die Kollegen aus Münster schon immer. So, jetzt will ich mal ganz schnell gucken, ob schon Kinder da sind. Kinder, seid ihr schon da? Moment mal, da will ich mal ganz schnell aus der Bühne noch hopsen hier. Oh, hallo? Hallo? Könnt ihr mich sehen? Moment mal, irgendwo muss doch hier der Schneider das Loch gelassen haben. Ach, da seid ihr ja. Ich bin der Kasper, der Paderborner Kasper, ja. Und zwar von der kleinen Bühne der Paderborner Puppenspiele. Und jo, ich habe mir gedacht, wenn ihr jetzt nicht zu mir kommen könnt, dann komme ich eben halt zu euch. Ist das eine gute Idee? Ja? Gut, dann müssen wir aber jetzt auch den Vorhang aufmachen, denn dann kann unser Spiel beginnen, ne? Also, ihr helft mir, indem ihr immer schön das Ruck betont, ne? Also ich sag Hau und ihr Ruck. Betonung auf Ruck, sonst komme ich wieder durcheinander. Eins, zwei, drei. Hau, Ruck, Hau, Ruck, Hau, Ruck. So, und die andere Seite. Hau, Ruck, Hau, Ruck. So, Moment mal. Wart ihr das? Also, das geht doch gar nicht. So, nochmal. Eins, zwei, drei. Hau, Ruck, Hau, Ruck, Hau. Ey, Herr Vorhang, gehst du jetzt wohl auf? Du willst nicht? Na warte, das machen wir anders. Eins, zwei, drei und... Buh. Geht doch. Also, ja, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber hier sind wir auf dem Paderborner Marktplatz. Und wir haben das zweitschönste Rathaus in Nordrhein-Westfalen. Na? Ja, da sind wir auch mächtig stolz drauf. Nicht, dass ihr glaubt, dass hier häufiger so komische Vögel unterwegs sind, ne? Also Hühner hat hier kaum einer noch, ne? Amadeus! Amadeus! Ach, hallo Kasper! Hallo Hannes! Sag mal, hast du meinen Amadeus gesehen? Dein was? Mein Gockelhahn! Hier ist einer durchgegockelt. Der ist da hinten hin, Richtung Paderquellgebiet. Das kann ja... Also das ist jetzt... Aber... was ist denn los? Also den muss ich schnell wieder einfangen. Da hat aber eine komische Krähe, also irgendwie so ganz anders. Ja, weißt du, Kaspar, meine Oma hat so einen kleinen Spleen. Ach, erzähl. Also, unsere Küken, die kriegen musikalische Früherziehung. Wie bitte? Ja, im Ei kriegen die schon immer Zauberflöte vorgespielt und sowas, weißt du? Damit die später eine schöne Krähe kriegen, meint meine Mutter. Und meine Oma. Aha. Ja, und jetzt der Amadeus, der hat jetzt so viel Zauberflöte gehört, der glaubt jetzt, er wäre der Papageno. Uiui. Sag mal, kannst du mir nicht helfen, ihn einfangen? Ja, kann ich machen. Muss nur eben der Großmutter Bescheid sagen, damit die weiß, wo ich bin. Also denn, ne, komm ab ins PQ. Ja, genau. Ins Paderquellgebiet. Bis gleich. Ja, bis gleich. Tjo, will ich den Hannes mal helfen, ne? Und habt ihr meine Großmutter hier irgendwo schon gesehen? Nicht? Dann machen wir jetzt den Großmutter-Notruf. Es muss ja schnell gehen, ne? Also, und der geht so. Wir holen dreimal tief Luft. Und beim dritten Mal, dann rufen wir die Großmutter so laut, wie wir können. Kriegen wir das hin? Ja? Also, eins. Zwei. Drei. Großmutter!
mir ganz schwindelig geworden. Da sagt noch mal einer, Kasper, Theater wäre leicht, ne? Jo, aber könnt ihr mir mal frische Luft zupusten? Fester. Die Verwachsenen auch. Fester. Ui. Bin ja beinahe hinten auf den Po gefallen. Tja, das Problem ist, meine Großmutter, ne, die hört schlecht. Ja, und manchmal nimmt sie auch noch ihre Knöpfe aus dem Ohr, dann hört sie gar nichts mehr. Ach, hallo Kasper, was gibt's denn? Hast du mich gerufen? Ja, aber du hörst schlecht. Was sagst du, ich höre so schlecht? Hier, mach die Knöpfe mal an. Was meinst du? Knöpfe anmachen. Ach so, soll ich mal meine Hörgeräte anmachen? Ja, ja. So, Knips, so. Hörst du jetzt? Ach, Junge, schrei doch nicht so, ich bin noch nicht taub. Ach so, ja komm, lass dich erstmal um Ärmel. Ja. Ach, Kasper, Kasper, Kasper. Gut, dass wir in häuslicher Gemeinschaft sind, so dürfen wir uns noch nicht mal mehr drücken, ne? Ja, das ist gerade schade. Oma, dem Hannes ist der Amadeus weggelaufen. Der was? Der Guckelhahn. Ach. Ja, und jetzt will ich mal eben schnell helfen, einfangen. Dem was? Den Guckelhahn. Ach so, ja, 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 ja. Also, nur, dass du Bescheid weißt, wo ich bin. Ach, das geht aber jetzt eigentlich gar nicht so gut. Nee, nee, nee. Wieso, was ist? Ja, weil du musst noch schnell was einkaufen, ne? Weil wir haben heute für heute Abend nicht zu essen da. Ach nee, da müsste ich ja verhungern, das wäre mein Tod. Nee, nee, das will ich nicht. Was soll ich denn holen? Ach, hol doch mal einfach ein bisschen Spaghetti, mach mal schöne Tomatensoße zu, ne? Ja, hole ich alles. Ich weiß ja genau, was wir dafür brauchen. Ja, das mach mal. Ich brauche aber ein bisschen Geld. Ach du, in der Küche, am Stuhl, da hängt eine Tasche. Und da ist schon das Geld drin. Okay, dann gehe ich jetzt mal eben die Tasche holen. Das ist das Gute, wenn man stadtnah wohnt, dann geht das alles schneller, ne? Ja, also dann bis später. Ja, ihr bleibt noch ein bisschen hier. Ich komme dann gleich wieder, ne? Der Kasper ist ein netter Kerl, ne? Also, ich muss ja sagen, so als Oma bin ich doch sehr zufrieden mit ihm. Bekanntmachung, 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 Bekanntmachung. Da kommt jetzt unser Schutzmann, ne? Bekanntmachung, Bekanntmachung. Ach, wir fliegen gleich die Knöpfe aus den Ohren. Bekanntmachung, Bekanntmachung. Bleiben so ruhig. Ach so, Abstand halten. Was gibt's denn? Bekanntmachung. Ja, und wo ist? Moment, muss ich holen. Habe ich vergessen. Ach so, ja. Ja, der öffentliche Dienst hat's im Moment nicht so ganz einfach, ne? Es gibt ganz schön viel zu tun. So, bitteschön. Ja. Bekanntmachung. Ja. Hä? Ist ja gar nichts mehr drauf. Was ist denn los? Sind die Buchstaben bei euch da runtergefallen? Liegen die bei euch vorm Bildschirm? Ach, ich würde mal versuchen mit umdrehen. Was? Umdrehen? Da sehe ich überhaupt nichts mehr. Nein, nicht Sie. Das Blatt Papier. Ach so, ja. Moment. Ja. So, Ruhe jetzt. Ne? Also, Bekanntmachung. Der Bürgermeister von Paderborn gibt bekannt, dass im Haxer Grund die Brombeeren reif sind. Was? In der Jahreszeit? Ja, Klimawandel. Ach so. Ja, die Bürger von Paderborn werden gebeten, nicht so viele Wildkräuter platt zu trampeln wie im letzten Jahr, gezeichnet der Bürgermeister Punkt. Punkt? Wieso Punkt? Der ist doch nicht Punkt. Was? Sie haben gesagt, Bürgermeister Punkt, der heißt doch Dreier. Punkt aus Feierabend. Ach so. Ja, Großmutter, ne? Und hinten, wo es zur Kapelle Hillingsele geht, da sind die Brombeeren am dicksten. Ach, das ist gut zu wissen. Ja, ich muss jetzt aber auch weiter, ne? Ja, dann nehmen Sie Ihr Papier mit, ne? Ja, danke schön. Bis später mal.
Bekanntmachung, Bekanntmachung. Herr Schutzmann, Herr Schutzmann. Was ist denn noch? Sie haben Ihre Bibel vergessen. Ach so, ja. Bekanntmachung, 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 Bekanntmachung. Sag mal, bleibt ihr noch ein bisschen da vor dem Bildschirm sitzen? Dann hole ich jetzt eben ein Eimerchen, ne? Und werd ich mich auf die Socken machen. Ne? Ich werde nämlich jetzt dann zum Haxter Grund hochfahren, ne? Mit dem Bus. Und dann, wenn der Kasper mich suchen sollte, ne? dann soll er mich hinten bei der Kapelle Heiligen Seele suchen. Ne? Den will ich das ist zwar weit raus, aber bei dem schönen Wetter tut ein bisschen Bewegung ja auch gut. Ne? Also, ich bin dann erstmal auf dem Weg zum Haxter Grund. Du, da bin ich. Wo ist meine Großmutter? Was? Moment mal. Die ist wo? Da hat doch der Schutzmann gerade was ausgebimmelt. Das habe ich noch von Weitem gehört. Herr Schutzmann, kommen Sie bitte mal her. Was ist denn los? Sagen Sie mal, haben Sie nicht auch was ausgebimmelt? Ja, im Haxter Grund sind die Brombeeren reif. Was? Die Jahreszeit? Klimawandel. Ach so, und meine Oma? Ja, die ist schon unterwegs. Brombeeren suchen? Ja, und hinten bei der Kapelle Heiligen Seele, da sind die Brombeeren am dicksten. Moment mal, da hast du doch letzte Woche ausgeklingelt, dass da der Räuber Kilian noch rumläuft. Wie, was? Ist er denn immer noch nicht gefangen? Ja, wenn du ihn nicht gefangen hast? Nee. Also das Abfangen von Räubern, das ist bei uns die Abteilung A. Ich bin Abteilung B für Bekanntmachung. Ne? A, B, ganz einfach. Und wo sind die Kollegen von der Abteilung A? Ja, die müssen noch die ganzen Überstunden von der letzten Fußball-Weltmeisterschaft abfeiern. Nee. Was machen wir denn jetzt? Tja, tut mir leid. Ich habe jetzt Pause. Nee, du gehst jetzt hinterher und holst die Oma wieder. Kinder, soll ich das tun? Ja, na gut. Aber du kommst hinterher. Ja, ich komme hinterher und bring sein Killewipsch mit. Ja, ich bring mein Killewipsch mit. Gut, also dann bis nachher. Ja, bis nachher. Killewipsch mitbringen, ja, das ist Kasperpritsche, ne? Das ist ein Klapperstock. Ein Slapstick nennt man das auch. Ne? Das ist eine ganz nützliche Sache. Ich hole den mal eben. So. So, also. Nicht, dass ihr glaubt, Gewalt wäre die Lösung. Ne? Der Klapperstock, der Slapstick, der klappert nur laut. Ne? Der tut nicht weh. Gewalt ist nicht die Lösung. Aber bei so einem Bösewicht ist es ganz gut. Dann hat man wesentlich schlagkräftige Argumente, ne? Also, kommt ihr mit in Haxter Grund? Dann heißt es jetzt einen kühlen Kopf bewahren und eine warme Unterhose, ne? Auf los geht's los. Räuberleben, fahr dir hoch. Lustig ist es im Räuberwald, wo der Räuber in die Boxe knallt. Ups, fahr dir, nein,
Was ist denn das für ein blöder Vorhang hier? Der passt doch überhaupt nicht in meinen Räuberwald. Weg damit. So. So. Alles muss man selber machen hier. So. Na. Ganz schön viel Holz weg. Sturm. Borkenkäfer. Na. Der deutsche Wald ist auch nicht mehr das, was er mal... So, was sitzt ihr denn da blöde rum? Habt ihr kein Zuhause? Ach so, ihr seid zu Hause. Naja, gut, also ich habe gar keine Zeit, mit euch hier zu küren, weil ich muss nämlich jetzt hier gucken, dass ich mir ein paar Verstecke hier aufbaue, ne? Wisst ihr auch, wer ich bin? Ja, ne? Bin ziemlich berühmt. Ja, aber weil ich bin erfolgreich. Wisst ihr, ich hole mir die Leute. Die packe ich mir. Die gebe ich nur für Geld wieder weg. Oder für Toilettenpapier. Jawohl. Aber jetzt muss ich mir ein Versteck hier aufbauen. Das kann ich mich ja gar nicht richtig hier beruflich entfalten. So. Ups. So. So. Sieht gut aus, ne? Ja, und jetzt auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite auch noch. Da habe ich jetzt auch was zum Verstecken. Ja. Gut, dass die Förster noch ein bisschen was haben liegen lassen hier. So. Sieht gut aus, oder? Ja. Und dann will ich mich mal auf die Lauer legen und mal schauen, was heute noch so alles geht. Ich glaube, das ist mein Abendbrot. Eins, zwei, drei. Aua! Das ist aber mal. Da war gleich ein 150 Meter Lauf. Bin schon ganz außer Atem. Oh, heute geht's aber gut weiter. Da hinten kommt eine ältere Dame. Wer ist denn das? Kennt ihr die? Irgendwie kommt die mir bekannt vor. Ja. Wenn das man nicht. Das könnte die Großmutter vom Kasper sein. Da werde ich mich mal schnell verstecken hier. So. Ja, ach, ihr seid auch da. Ja, ich habe schon jede Menge Brombeeren gesammelt und habe jetzt richtig Lust auf Pfannkuchen mit Brombeeren. Huch! Junger Mann, was schleichen Sie sich denn so an? Hör mal zu, du alte Schrapnelle, was machst du hier in meinem Räuberwald? Räuberwald? Ich bin wohl, Sie sind wohl ein bisschen zickerig, wa? Also der Wald ist für alle da. Genau. Nix da. Und die Brombeeren, das sind meine. Was? Ja, da mache ich eine Füllung. Füllung wovon? Für ein Hähnchen. Hähnchen mit Brombeerfüllung, das ist aber gewagt. Da müssen wenigstens ein paar Zwiebeln dran. Ja, das ist auch kein Problem. Ich habe noch Bärlauchzwiebeln. Uiuiuiui. Ganz frisch, oder was? Ja. Das wird ja kulinarisches Hochgenuss, wa? Aber die Brombeeren sind für den Kasper und für mich. Nix da. Die behalte ich und du kommst jetzt auch mit. Nee. Ich habe gar keine Zeit, ne? Also, auf Wiedersehen. Lassen Sie mich vorbei. Nix da. Lassen Sie mich vorbei. Ich kann Tamagotchi. Was kannst du? Ich kann Tamagotchi. Das kann dir ganz schön schwer werden. Das geht nämlich nicht auf. Ei, lass das. Ich reiß dir die Nasenhaare aus, du Strolch, du
Du Doofbaddel! Hilfe! Was wird das denn jetzt? Autsch! Au! Und was machst du jetzt? Jetzt halt mal den Finger da auf den Knoten. Warum? Ich kann noch keine Schleife machen. Hilfe! 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 Die schreien in den ganzen Wald zusammen. Hilfe! Hilfe! Hat einer von euch ein Taschentuch? Hilfe! Irgendwas, was ich ihr in den Mund stecken kann? Zu Hilfe! Zu Hilfe! Ja, da muss ein altes Tempo her. Zu Hilfe! Zu Hilfe! Was machen Sie jetzt denn? So, jetzt ist Ruhe im Karton. Ja, und jetzt habe ich eigentlich eine Pause verdient. Geht nicht. Da hinten kommt einer. Oh, der sieht aus wie ein Polizist. Da muss ich mich aber ganz gut verstecken. Am besten nehme ich hier vorne ist ja noch so ein Zweig. Den halte ich mir einfach so vor der Nase, ne? Und dann bin ich ja nicht mehr zu sehen, oder? Doch? Na, dann verstecke ich mich hier hinter dem Baum. So. So. Also, die Großmutter habe ich noch nicht gesehen. Na nun, da ist doch irgendeine Nase. Junger Mann, kommen Sie mal da raus. Ich bin gar nicht da. Kommen Sie mal sofort hier hin. Im Namen des Gesetzes. Was ist denn los? Ich bin ein ganz armer Wandersmann. Ach, und warum verstecken Sie sich? Och, nur so, mir war gerade danach. Das ist so schön grün. Och, und das duftet. Also passen Sie mal auf, ja? Sie kommen mir bekannt vor. Was? Sind Sie nicht der Räuber Kilian? Nein, den kenne ich überhaupt nicht. Nee, nicht verwandt und nicht verschwägert. Nee. Ihr seid still. Was? Ihr alten Petzen. Den Kindern da draußen darfst du nicht glauben. Wieso? Die lügen das Blaue vom Himmel. Ach. Deswegen regnet es in Paderborn auch so viel. Also, jetzt kommen Sie erstmal hier hin. Warum? Weil ich Sie jetzt festnehmen werde. Sie sind dringend verdächtig, der Räuber Kilian zu sein. Ich bin überhaupt nicht der Kilian. Ihr Petzen, geht raus! Die sind schon zu Hause. Ach so. Also, jetzt soll ich auf dich zukommen. Ja. Aber Abstand halten. Ja. Gut, da will ich mal sehen, wie das wird. Bei drei kommen Sie einen Schritt auf mich zu und ich einen auf Sie. Ja gut, also, bei drei. 1, 2, 3. Das reicht noch nicht, aber mir reicht's jetzt. Jetzt wirst du nämlich festgenommen. Hilfe! Zu Hilfe! Was ist das denn jetzt? Das ist ja Beamtenbeleidigung. Ach, euch Beamten kann man gar nicht beleidigen. Guten Tag, Frau Großmutter. So, das war Nummer 3. Und wer kommt jetzt noch? Was meint ihr? Der Kaspar? Oh, das wird aber spannend. Ja, da muss ich nämlich gut ausgeschlafen sein. Wisst ihr, der Kaspar, der ist nämlich ein ganz, ganz schwieriger Fall. Ja, dann werde ich mich jetzt erstmal so ein bisschen hinlegen. Denn wenn man den Kaspar fangen will, dann muss man ausgeschlafen sein. Ne? Ein ausgeschlafenes Früchtchen bin ich sowieso. So. Rum tri da ri, rum tri da ri, rum pam 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 pam. Rum tri da ri, rum tri da ri, da da ri da ri, di da ri. So, da bin ich. Habt ihr meine Oma schon gesehen irgendwo? Ja? Wo ist die denn? Ach, nee. Meint ihr wirklich? Die wäre jetzt vom Räuber vielleicht schon gefangen. Da müssen wir jetzt auf den Schutzmann warten. Ne? Und dann kann ich das mit dem zusammen hier regeln. Wie, der ist auch? Oh, Dann brauche ich einen Plan. Was machen wir denn da? Ach, ich weiß. Der Räuber Kilian ist dafür berühmt, dass er sehr eingebildet ist. Der meint, er wäre der Größte.
und erfolgreichste. Pass mal auf, ich gehe jetzt los, ne? Hinten liegt er und schnarcht. Ich wecke den jetzt. Und wenn der hier hinkommt, dann klatscht ihr ganz laut, ja, so laut wie ihr könnt, auch die Verwachsenen, ne? Und wenn er dann Dankeschön sagt und der Hosenboden so richtig stramm gezogen ist, dann gibt es einen pädagogischen Klaps auf den Popo, ja? Nicht, dass ihr meint, Gewalt ist die Lösung, aber jetzt ist die Zeit von schlagkräftigen Argumenten, ne? So. Kille, 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 kille. Kille, 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 kille. Gleich kommt er. Ja, ich war doch schon eingenickt ein bisschen. Und, Dankeschön. 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 Bitteschön. Nanu, hat mich deine Mücke getreten? Hallo? Ist da einer? Nein, hier ist keiner. Ach, gut, da ist gar keiner. Aber Dankeschön für meinen Erfolg und euren Applaus. Ja, doch. Das ist wirklich. Dankeschön. Dankeschön. Da will mich doch einer verkohlen. Na, warte mal. Nein, wir wollen dich versohlen. Irgendwie fühle ich mich vereimert. Ihr seid doch wohl nicht da mit im Spiel, was? Ja? Dankeschön für einen Applaus. Dankeschön. Dankeschön. Bitteschön. Jetzt habe ich es gesehen. Das war der Kaspar. Ja, jetzt hole ich mein Doppellasso. Wo steckt er denn jetzt? Was macht der? Der holt sein was? Ey, lass mich los. Lass mich los. Was wird das denn jetzt? Das wird jetzt eine Karussellfahrt. Mir wird schwindelig. Du fällst gleich hin. Warum? Deine Schnürsenkel sind auf, was? Stimmt ja gar nicht. Was wird das denn jetzt? Das wird jetzt eine Festnahme. Aber ich hab doch nichts getan. Doch, doch. Ich übergebe dich jetzt der Polizei. Ich werde jetzt den Polizisten losbinden und dann kann er dich übernehmen. Ja, dann will ich mal sehen, wie du das machst. Ach so, ich habe nur zwei Hände. Kann mal von euch einer ganz nah an den Bildschirm kommen? Ja, ganz nah. Ich schmeiß euch virtuell jetzt den Strick hier rüber. Ja? Und, Moment. Ende auch. Und jetzt hält bitte einer von euch den Räuber fest, ja? Hör mal zu, das ist Kinderarbeit. Das ist verboten. Da zieht ja wirklich einer. Ey. Gut gemacht. Du wirst jetzt vorübergehend zum Hilfspolizisten ernannt. Und ich mach jetzt den Polizisten die Hände frei. Also, hör mal zu, ja? Du darfst nicht so ziehen. Nein, das tut man nicht. Pass mal auf. Du magst doch bestimmt eine Cola, ne? Lass mich mal eben frei, ich hol mal eben eine. Wie wär's mit Eis? Eis ist doch gut, oder? Ja, also, das ist... Hör mal zu,
Du musst aber auf mich aufpassen hier, du. Kannst mich doch nicht einfach diesem Flattervieh da zum Fraß vorwerfen. Das ist unanständig. Hörst du? Sowas macht man nicht. Und jetzt lässt du mich am besten frei, ja? Aber sowas von schnell. So. Die lassen einfach nicht los, die Kinder. Das ist gut. Wie heißt du? Ja? Mhm. Ja, vielen Dank. Nochmal einen Applaus für unseren Hilfs-Sheriff. So, und jetzt übernehme ich. Und jetzt kommst du mit. Ich will aber nicht. Du kommst jetzt mit. Ich will nicht. Du kommst mit. Hilfe! Das ist Gefangenheitsberaubung. Das ist Gefangenheitsberaubung. Ach, da hast du auch Ahnung von. Kasper, 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 was eine Aufregung für so ein paar Brombeeren. Ja, Großmutter, und wenn die Kinder nicht so gut mitgemacht hätten, dann wäre es gar nicht so einfach gewesen. Ja, ja, also, ich muss ja schon sagen, das war ein ganz schön heftiges Abenteuer. Ja, das kann man auch so sagen. Wie gesagt, nochmal vielen Dank für eure Unterstützung. Unser kleines Abenteuer ist jetzt hier zu Ende. Ja, und wenn es euch gefallen hat, klatscht einfach kräftig in die Hände. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ratatata. Ach, Kasper, macht doch nicht so einen Wind. Doch, mir ist aber danach. Gut, also ich werde jetzt nach Hause gehen und dann gibt's dann Pfannkuchen mit Brombeeren. Oh, prima, da freue ich mich drauf. Ja, und du kommst dann gleich nach, ne? Ja, ich sag nur noch schnell auf Wiedersehen, ne? Ja, ja, so kenne ich dich. So, also, ich wünsche euch jetzt noch eine gute Zeit. Bleibt gesund und munter und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann, irgendwo mal wieder. Auf Wiedersehen, sagt euer Kaspar von den Paderborner Pumpspielen.